Ich habe wo Installation, ich habe das schon alles installiert. Ja, okay. Ja, dann musst du halt mal gucken. Musst halt mal googeln, vielleicht hilft dir ja Google. Und ich gammel hier weiter So rum, viel Luft. ahnungslos, Oben in Menü. der Eliten-Ruine namens Miskarant. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich lese mal die Quest hier kurz durch. Ich habe die Ruinen von Miskarkant betreten. Nun muss ich ihren großen Belkünstein finden. Ja. Okay, dann mache ich das mal. Stimmt, da war ich zuletzt stehen geblieben, genau. Andernfalls muss halt mal mit dem InfraNew mal nachgoogeln. Ich glaube, das Plugin ist irgendein Bildbearbeitungs-, irgendwas mit Bildern hat es zu tun, dieses InfraNew. Und viel Format, viel not fun. Ja, okay. Names, please, aktiv, your Unicode Plugin. Misha 6 bei 24 Kilo. Ich rechne 361 plus 24 sind, meine Mathematik sind Hat er das genau selber installiert, das 385. Plugin? Ja, ich weiß es auch nicht, was ich davon halten soll. Sind Zombies. Yeah, wir dürfen Zombies töten. Ach, da will Danger jetzt doch Land, oder? Ja, das ist jetzt nur eine Frage an Ja. ihn. Das ist das Problem. Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich das Problem nicht vor meinen Augen habe. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass du das vielleicht neu installierst. Was? Das Programm. Ja, von View. Vielleicht geht's dann, aber es könnte auch sein, dass irgendwie ein Bug oder so, oder ich weiß das auch nicht. Aber ist das zwingend notwendig? Also. Naja, da musst du schon irgendwie drüber kommen. Irgendwie wirst du schon was finden. Also, was passiert eigentlich, wenn kopflose Zombies versuchen, mich anzugreifen? Zurückhauen. Ja, gut, aber ich meine, die sehen mich ja gar nicht. Wie können die mich dann angreifen? Das verstehe ich nicht. Die haben ja keine Nase, nix. Die sind ja kopflos. Und trotzdem sehen die mich irgendwie und können mich angreifen. Hast du dazu eine Erklärung? Hatte ich nicht. Nicht. So ist das halt bei manchen Spielen. Okay, und ich muss jetzt den Valkünstein finden. Was für ein Zufall, dass der unmittelbar vor mir sich befindet. Es geht fast zu verlockend. Ich nehme mir einfach. Was kann hier schon passieren in einem so großen, dunklen, finsteren Raum unter 10 Meter Erde und ja, umgeben von vielen Untoten? Naja, wird schon nichts passieren. So, ich nehme dich. Ich habe den großen Valkünstein gefunden. Nun muss ich ihn Martin in den Wolkenherrschertempel bringen. Jawohl. Ja, lieber Alter, was ist das? Eine Falle. Was ist das für ein Geldort? Der wird sicher als König von Miskarkarand ausgehen. So ein Schupfer. Du bist kein König, du bist genauso ein Untoter wie alle anderen. Ja, liebe Leute, sowas nennt man einen Lich King. Miskarkarand Schlüssel. Ja, mit diesem Schlüssel können wir wahrscheinlich wieder nach Hause. Also hier schnellstmöglich irgendwie abhauen. Ja.
Das ist jetzt wohl die Frage, welchen Weg wir einschlagen. Wir sind übrigens wieder eine Stufe aufgestiegen. Immer so, das Icon unten in der Mitte beweist das. So, ich habe irgendwas ausgelöst. Macht nichts aus. So, dann muss ich ja mal gucken, was ich für eine Version habe, oder? Ja, das kann natürlich auch sein. Eigenschaft. Ja, es ist natürlich nicht schlecht, wenn man immer nachguckt, welche Version man hat von dem Programm. Wo sehe ich denn das? Eigenschaften, dann Informationen. Informationen? Detail. Größe, Attribute, Besitzer und Computer. Ja. Nee, da steht es aber nicht, jetzt nicht drin, was ist das für eine Version? Dann beim Ausführen des Programmes mal gucken, ob irgendwo was steht. Ich konnte mich ja auch erinnern, dass mein Charakter hier irgendeine Krankheit erlitten hat. Genau. Ich muss danach zu einem Kloster. Version 428. Okay, sagt mir jetzt nicht allzu viel. Aber das macht, denke ich, auch nicht viel aus. So, ich denke mal, wir sind hier irgendwie richtig. Ja. Wir haben eben dieses schwierig verschlossene Tor mit Hilfe des Schlüssels des verstorbenen Königs geöffnet. Und das deutet darauf hin, dass wir uns dem Ende dieses riesigen Dungeons. Ja, bald dringend die Cola weggießen. Richtig. Genau. Kommt und, wieder. Ja, okay, bis gleich. Dann, ja, und jetzt muss ich erstmal gucken. Earthbreaker. Yeah. Ich find's auch voll cool, dass unsere Waffe hier Earthbreaker heißt. Hat schon so ein bisschen Style. Fällt mir gerade auf, wir können unsere Waffe wieder mal aufladen. Mittels eines Seelensteines. Ja, das erste Mal, dass ich in meinem großen Oblivion Let's Play einen Seelenstein wirklich nutze. Okay, großer Seelenstein, ja, wir brauchen einen großen Seelenstein. Earthbreaker wird wieder aufgeladen. Auch wenn nicht ganz. So. So, nun hat unsere tolle verzaubte Waffe wieder 1750 Ladungspunkte von 2066. Ja, das heißt, wir können es 23 Mal benutzen, wir können 23 Mal den Effekt demorasieren bis zur Stufe 7 für 20 Sekunden Anschlag nutzen. Muss jetzt nicht jeder meiner Zuschauer hier verstehen, aber erfahrene Spieler verstehen die Effekte und auch was das ist. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter erläutern. Das sprengt einfach den Zeitrahmen. Deswegen, Google ist dein Freund. 40 Gold, Dietrich, jawohl. Was willst du? Das bringt dir nichts, mich zu essen. Du hast doch gar keine Gold. Willst du mich denn essen? Tja, das kommt davon, wenn man auf mich haut, dann stirbt man. Tja, das ist es eben. Meine Akrobatik ein wenig trainieren. Habe ich Akrobatik oder Athletik als Hauptfertigkeit? Waffenschmied. Akrobatik, okay. Ich muss mal hüpfen. So, wir verlassen die Ruine und Andy ist wieder bei uns. Zumindest hört man ihn. So, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder, genau. Da ist er wieder. DXF. Wie schaffe ich das? Ich muss euch unbedingt mal die Daedra-Quest zeigen. Denn es gibt so eine Daedra-Quest, mit der ich unzerstörbare Dietriche erhalte. Komm, komm, du schaffst es. Okay. PDF-Dateien. Oh. Nicht. Yeah, mit einem Dietrich noch geschafft. PDF-Dateien kannst du bekanntlich mit dem Adobe Acrobat Reader öffnen. Naja, schon, ja, aber das ist ja jetzt keine PDF-Datei, das ist ja eine. Ja,
DGVU. Okay, das sagt mir nichts. In diesem Fall ist Google auch wieder deine Anleitungsdatei. Ach so, diese komische Anleitungsdatei. Ach ja, 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 genau. Diese russische Anleitungsdatei. Richtig, richtig. Die kann der jetzt nicht öffnen. Aber davor ging's doch. Nee, wann davor? Also diese russische Anleitungsdatei konntest du doch öffnen. Nö. Ja, dann eben halt nicht. Nö, konnte ich ja nicht. Ja gut, das ist durchaus möglich. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Auf alle Fälle muss hier unser Held erstmal in eine Stadt. Dazu suchen wir eine unserer bekannten Städtlein aus, nämlich die Kaiserstadt, und suchen uns den Altar aus, der sich entweder im Tempelbezirk oder im Talusplatzbezirk befindet. Ich glaube, Tempelbezirk muss es gewesen sein. Da müsste ein Altar sein. Altare befreien euch vor Krankheiten in Oblivion. Und ihr findet ein Altar in jeder Stadt. Ja, es gibt Ausnahmefälle wie bei der Vampir-Infektion-Krankheit. Das ist ungefähr vergleichbar wie AIDS. Nein, Spaß nicht ganz, aber ihr habt dann nach der Infektion, also nach dem Biss eines Vampires, bei erfolgreicher Infektion, also wenn ihr Vampir positiv seid, dann habt ihr 3 Tage Zeit, euch ein Kloster zu suchen und euch zu impfen. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr für immer und ewig ein Vampir. Es gibt eine besondere Quest, wo ihr das noch mit Hilfe eines Vampir-Antitranks rückgängig machen könnt, aber die ist relativ aufwendig. Und ja, ich habe mich doch geirrt. Im Tempelbezirk befindet sich nicht den erwünschten Altar. Also. Bitte, ich muss sprechen. Nein, musst du nicht. Also werde ich mir mal den Talusplatzbezirk näher anschauen. Der wird mir sicherlich weitere Indizien, Hinweise geben. Echt? Nein. Dann noch ein anderes Thema, liebe Leute. Wie ihr sicherlich wisst, wird am 11.11.11. Datum Skyrim rauskommen. Der nächste Elder Scrolls Teil der langen Quadrologie-Serie. Ja, ich werde es natürlich sofort vorbestellen, sobald es möglich ist. Und ich werde es gleich sofort, also am Release, zocken und aufnehmen. Versteht sich von selbst. Bis dahin muss hier Oblivion natürlich durchgespielt sein. Aber ich habe es ja euch schon mehrmals erzählt, dass ich die Hauptstory jetzt relativ strange durchspiele. Auch wenn diese Folge jetzt nicht allzu viel dazu beiträgt, werde ich dennoch im Allgemeinen schnell die Hauptquest durchspielen. Ich werde euch, es kann auch durchaus möglich sein, dass ich euch nicht wirklich jedes Detail bei einer Hauptquest zeigen werde. Aber so im Allgemeinen die wichtigsten Sachen, ja. Ja, schwierig. Nein, das ist nicht schwierig. Hier, yeah, ein schönes Bett für uns. Scheiße. Okay, das ist nämlich das, was ich hier suche. Ich suche nämlich ein Altar oder ein Bett, beziehungsweise beides suche ich. Sag mal, gibt es in der Kaiserstadt keine Kirche? Bin ich jetzt total hier am falschen Ort? Okay, scheinbar gibt es in der Kaiserstadt keine Kirche, oder ich bin zu dumm, finde sie nicht. Werden wir sie also in Bruma uns ein wenig genauer anschauen. Bruma Schloss, genau. Ja, Andi, da musst du halt mal gucken. Vielleicht findest du ja irgendwie was auf diversen Foren oder Seiten. Tja, finde ich ja nicht. Ja, das ist natürlich tragisch, wenn du nichts findest. Ja. Testprogramm will install Plugin Version 4.2.8 on your system. Ja, dazu kann ich dir eigentlich auch nicht allzu viel sagen. Weiter. Wie gesagt, da steht Installation. Ja, bei diesem mysteriösen Programm. Installation durchgefühlt. Was hier scheinbar keiner blickt, um was es geht. Eine einzige Münze. Und ich nicht selbst verstehe, was es für ein Programm ist.
Aber ja, gib die Hoffnung nicht auf, sage ich dazu. Da steht S-U-C-C-E-S-S-F-U-L-L. Ach ja, natürlich, das ist der Souffle-Sitz. Das heißt irgendwas, das ist ein Code. Ja, das ist ein Code. Der Code leitet sich von dem anderen Algorithmen namens Nephus Nefts ab. Aber das ist mysteriös. Denn, liebe Leute, ihr müsst wissen, dass ich eine eigene Sprache erfunden habe. Ja, ich nenne sie die Doneische Elfische Wortgewandtheitssprache. Und die ist leider noch nicht fertig. Bisher gibt es erst zwei Wörter, aber wie sagt man so schön? Wer klein ist, fängt mal klein an, aber kommt mal groß raus. Ich sehe hier gerade, dass es hier auch komische Namen gibt. Quarnefref, Mara, Zenika und so weiter und so weiter. Talos und Dibella, ja, ja, alles schön. Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Was auf Deutsch heißt, wir sind wieder gesund. Ja. Toll, und jetzt suchen wir uns noch so ein Gammelbett hier irgendwo aus. Was es scheinbar in so einer Unterkunft auch nicht gibt. Ja, ja, Betten zu finden ist schwierig. Ich überlege gerade, wo wir hier ein Bett finden. Was ist das hier? Bummels Haus. Schauen wir einmal rein. Ich will dich nicht. Wie ist das Wetter befinden? Okay, wir kommen, glaube ich, nicht vorbei. Das macht nichts. Mir fällt gerade ein, wir müssen ja die Quest abgeben, also zum Martin, zu unserem heiligen König namens Martin gehen. Und da können wir in einer dieser billigen Schlafunterkünfte pennen. Denn, wie ihr alle wisst, gehöre ich ja offiziell seit einer geraumen Zeit zu den Klingen. Ja, diese mysteriöse, eintönige, langweilige Kitty-Gilde ist eben Gruß euch. So. Auf welchem Level bist du jetzt mit deinem WoW-Char? Bitte? Auf welchem Level bist du jetzt mit deinem WoW-Char? 48 oder 49. Was hast du nochmal genommen? Krieger, oder? Nee, Paladin. Paladin. Geskillt auf? Unterstützung? Okay. Stärke. Konstitution. Ja, das ist doch ganz geschickt. Das hört sich doch ganz cool an. Ja. Viel fehlt ja nicht mal auf 80. Die Hälfte hast du ja schon mal überschritten. Ja. So. Joffrey. Ich kenne das Ritual. Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Ja. Ich sagte, dass ich es bekommen werde. Ich hatte eine Wahl. Ja, ihr habt es geschafft. Ich kann euch zu nichts zwingen. Ich verstehe das. Und ich danke euch. Gebt ihn dem großen Valkynstein. Ich will ihn aber nicht geben. Nachdem ich hier keine andere Sprachoption auswählen kann, bin ich ja dazu gezwungen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Valkynstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht, so wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Was ist der letzte Gegenstand, den wir... Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Valkynstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Daedra und der Göttlichen waren. Valkynsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Tja, einen großen Siegelstein, kein Problem, habe ich noch ein paar im Inventar. Übrigens kenne ich so einen komischen Händler im Elbental, der nennt sich Elrond. Der hat Zeug in der Hut, da glaubst du gar nicht, was er alles drin hat. Und der hat, glaube ich, auch solche Siegelsteine.
Da habe ich das neue Es wird gekauft. Euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumath wird es sicherlich auch nicht gefallen. Ja, jetzt komm auf Große den Punkt. Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumath zu zerstören. Tja, also wenn ich das jetzt mal richtig nachvollziehe, lassen wir sie also durch das Tor passieren. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dädrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumath erlauben. Tja, mindestens wirst du hier sicher sein. Nein. Ich werde die Verteidigung Brumaths selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Es ist viel zu gefährlich. Ich werde an deiner Stelle in den Kampf gehen. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Tja, was soll ich dazu sagen? Ihr seid der Kaiser. Mir befehlt mein Lord. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Tja, dann spiele ich halt mal kurz den Botschafter und werde die Gräfin benachrichtigen. Gut. Bittet sie mich, in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Ja, liebe Leute, das ist jetzt die lang ersehnte Quest, von dem ich auch schon in früheren Folgen mehrmals berichtet habe. Das ist die Quest, wo ich in jeder Stadt ein Oblivion-Tor schließen muss. Ausgeschlossen Puma, da habe ich ja schon eins geschlossen. Wir haben hier, ich glaube, 12 Städte, inklusive Kaiserstadt. Das dürften... Achso, Puma fehlt weg. 11, 12... Ja, egal, sowas rum. Also circa 12 Städte und... 12 Oblivion-Tore, könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie lange das dauert. Laut Vorbild dauert es, solange man den Quellen trauen kann, 3 bis 4 Stunden, wenn man es relativ strange und schnell durchmacht. Da ich natürlich jetzt keinen Bock habe, 3 bis 4 Stunden am Stück jetzt hier lauter Oblivion-Tore zu zeigen, werde ich euch... Ja, ich weiß es noch nicht, wie ich mache. Ich werde euch am Stück die Oblivion-Tore zeigen. Irgendwie, also ohne hin und her. Oder ich werde euch nur die wichtigsten Oblivion-Tore zeigen. Aber es kann auch sein, dass ich euch alles zeigen werde. So lange dauert es im Prinzip auch nicht. Dann werde ich halt relativ schnell zum Siegelstein laufen und dann öffnen. Ich muss mal gucken. Weil dann seht ihr auch ein bisschen was von den anderen Städten, von denen ihr bisher eigentlich fast noch nichts gesehen habt. Ausgeschlossen von Kaiserstadt, Brumath und Quatsch. Ja, liebe Leute, in dieser Hinsicht verabschiede ich mich natürlich mal hier. Und werde in der nächsten Folge an dieser Stelle weitermachen. Und Andi, willst du noch was sagen? Jo, liebe Abonnenten, ciao und genau. Schaut immer wieder mal rein. Richtig, genau. Bis zum nächsten Mal.